und dir aufs Gesicht gedrückt. Aber du scheiß Vollidiot, hast du mal weitergemacht. Und plötzlich atmete sie nicht mehr. Beatmung, Herzmassage. Da war nichts mehr zu machen. Wir hatten Scheiße gebaut. Ein paar Minuten in so einem Leben hatten wir richtig Scheiße gebaut. Mach das nicht noch schlimmer. Im Gegenteil, ich bringe alles in Ordnung. Die Reihenfolge muss natürlich stimmen. Erst sie und dann Justus. Für die Rettungskräfte gibt es in etwa folgendes Bild. Sie kamen hierher und haben auf Justus eingeredet. Es kam zum Streit und er stach zu, mehrmals, wie im Rausch. Danach nahm Justus ein Seil und erhängte sich. Hier komme ich ins Spiel. Als ich reinkomme, baumelt Justus an der Decke. Ich habe ihn natürlich sofort abgeschnitten, aber es war schon zu spät. Ein Erstickungstod sieht aus wie der andere. Die feine Einblutung in den Augen und die Strangulationsmarke am Hals hatte er schon. Da achtet niemand mehr auf ein paar Fusseln in der Lunge. Das ist doch verrückt. Nein, Professor Rossi. Das ist perfekt. Das ist der perfekte Mord. Messer weg oder ich schieße!